Blau, blau, blau ist die Farbe des Atlantiks. Das blauste Blau von allen Blaus. Ich möchte so gerne auf der Bühne sterben. Der Atlantik braucht keinen Applaus. Der Atlantik braucht keinen Applaus. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Der erste und letzte Livestream aus Afrika vor Mission Unknown Atlantic. Hallo Chat, seid ihr da? Ihr seht hier ganz exklusiv, unglaublich, den ersten Eindruck unseres Bootes. Dieses Boot ist das Boot von Team Orange. Und wenn ihr das von hier hinten schon seht, das ist alles. Auf diesem Boot werden 8 Leute Platz finden. Keiner weiß, wie lange es dauert. Wenn gut Wind ist, wenn der Wind, wenn Flaute ist. Die Nachbarn haben auch Bock, oder? Ja, super. Ja, servus hier. Das Schöne ist hier in Afrika. Wir sind da. Das ist das Boot. Ich werde euch den Innenraum nicht zeigen. Ich kann euch sagen, mein Eindruck, es gibt nicht Betten für alle Leute. Das heißt, wir werden hier unglaublich an unsere Grenzen kommen. Wir werden dieses Boot sicherlich auch mal verfluchen. Wir werden untereinander klarkommen müssen. Und das Schöne für euch zu Hause, diese Art von Challenge ist eine Show. Wir haben hier unsere Action-Cams. Wir werden alles einfangen. Wir haben auch einen VJ mit an Bord, der auch immer wieder filmen wird. Ihr seht auch hier oben zum Beispiel, überall gibt es Halterungen. Es werden sämtliche Kameras laufen. Das alles hier findet statt. Ich werde hier oben wahrscheinlich mal mit Joey Kelly, mit Sophia, mit Affe sein, mit Mark Eggers. Wir werden hier Nachtschichten schieben. Wir werden dieses Lenkrad, was auch immer das ist, bedienen. Wir werden diese Segel hissen und wir werden versuchen, als schnellstes Team verdammt nochmal an die andere Seite der Erde zu kommen. Ja, sie lachen. Es findet morgen früh, geht's hier los. Ja, ihr lacht. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich hatte die Idee und habe mir, glaube ich, 2 richtig geile Teams geholt. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also das ist, wie angenehm muss das sein? Und ich finde es auch schön, dass wir von Regen geschützt sind. Ne? Wenn ich da rauskomme, ich habe mir sagen lassen, das hat mir der Peter schon gesagt, unser Skipper, rückwärts geht man runter, auf engstem Raum. Ihr müsst euch vorstellen, das hier geht nicht so weit, wie ich gerade nach hinten gelaufen bin. Hier sind 4 Mini-Kai-Hütten. Wir haben einen Wohnbereich, ein Wohnzimmer. Wir haben hier, das nennen die, ich weiß nicht, wie das heißt, das Steuerhaus mit so Funkern und so ein Zeug. Wir haben Küche, das ist alles. Darauf werden wir Wochen verbringen. Adam ist übrigens, by the way, auch noch Ersatzkandidat, wenn morgen einer sagt, oh, das Wackeln, ich pack's nicht. Adam, dann bist du dabei. Ich stehe für alles zur Verfügung, Jens. Entsprechend bin ich auch dafür gerne bereit. Ich kann das nicht glauben. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei der geilen Stimmung, das Team ist so geil, dass jeder aus dem Team hier hinten dran auch Bock hat, mit einzusteigen. Das sind Leute, die das mit organisiert haben, ja? Ey, wir haben das ewig geplant, von der Idee bis zur Umsetzung. Das ist, wir haben das jetzt um einen Tag verschieben müssen, weil auch da wieder Dinge passieren, mit denen keiner rechnet. Hier passieren andauernd Dinge. Wir gehen kurz was drehen, Militär hält uns auf mit Panzer. Das passiert hier. Rückflüge sind keine gebucht. Wir landen in der Karibik. Keiner weiß, wann wir zurückkommen. Und wir hoffen alle, dass Heiligabend, stell dir vor, Heiligabend, dass wir da sitzen mit der Familie. Nein, das Schöne ist, das Team 2025, das Team reist wieder zurück und werden uns aber wieder in der Karibik in Empfang nehmen. Wir alle, und das ist der größte Aspekt, ist, die Sicherheit steht an erster Linie. Aber wenn du mal guckst, Adam, ich bin hier gerade vorne lang gelaufen. Ich bin hier gerade, ja, sie lachen da drüben immer. Ja, 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 ich habe schon vorhin mit der Tochter Videocall gemacht. Ja, ja, ja. Guck, ihr seid aus München, ja? Minga. Aus Minga, guck dir das mal an. Wenn du hier langläufst, und jetzt verstehe ich auch die Regel, und die wird der Skipper gleich nochmal erzählen, es wird nicht über Bord gepinkelt, weil die Gefahr, dass du hier dann da drinnen schwimmst, sehr, sehr hoch ist. Ich verstehe das. Das sind alles so die Dinge, die man mal irgendwann gedacht hat, das ist ja kein Problem. Aber hier allein zu laufen, wenn der Seegang, wenn die 8 Meter hohen Wellen und so, das wird nicht einfach. Warum lachen Sie denn immer? 8 Meter Wellen. Nee, sind's nicht, hä? 8 Meter Wellen, das sind 15 oder so. 15? Oh, das wackelt. Adam, wie ist das für dich? Jetzt, das Wackeln, das geht noch, gell? Das geht noch. Wie ist bei euch, seekrank? Geht? Bei uns, ja, wir sind schon länger unterwegs. Wir sind schon länger unterwegs. Also nach einer Zeit ist vorbei, das ist gut. Ich glaube, worauf es hier wirklich ankommt bei dieser Reise, Chat, Sonnenbrand ist gefährlich. Dann ist natürlich das Zwischenmenschliche. Man wird sich hier permanent im Weg stehen. Ich werde hier sitzen und irgendeiner kommt. Lass mich mal.
Und das wird den ganzen Tag so sein. Und keiner weiß wirklich, wie viel Material wird da entstehen. Was filmen die Leute? Was werden die Themen sein? Das ist ein Experiment. Keiner weiß das. So wie damals, wie Fritz die erste Folge Seven vs. Wild gemacht hat. Keiner wusste wirklich, was kommt dabei rum. Keiner weiß es. Das kann crazy werden. Das kann aber auch, vielleicht machen wir das alle und kommen braun gebrannt und sagen, super, morgen nochmal. Wir haben 2 Skipper an Bord. Einen davon werde ich euch jetzt introducen. Und zwar aus unserem Team aus Orange. Es gibt den Chris, den haben wir auch schon kennengelernt. Den kennt ihr wahrscheinlich auch schon vom Mission Unknown, von der Internetseite, von der Instagram-Seite. Und es gibt den Peter. Und ich will einen großen Applaus für unseren Skipper, Peter! Komm. Ja, komm gern rein. Wir setzen uns ein bisschen ins Boot. Wunderbar. Hey Peter, herrlich. Ich freue mich total. Komm, setz dich hin. Wo darf ich hin? Setz dich doch noch. Super. Ich falle auch gleich. Wir kuscheln in der Ecke. Wunderbar. Peter, es findet wirklich statt. Als du gehört hast, Knossi macht ein Projekt und braucht Skipper, was hast du gedacht? Ich habe gedacht, okay, schauen wir uns mal an, ob es wirklich so durchgeknallt ist, wie es scheint. Und es ist so durchgeknallt. Und drum haben wir uns entschlossen, wir machen das. Ich glaube, das wird richtig toll. Also, kanntest du schon Leute von uns vorher? Hast du dann erstmal recherchiert, wer wir so sind? Und Joey Kelly wahrscheinlich hast du gekannt. Joey Kelly haben wir gekannt. Der Rest war jetzt nicht auf unserem Schirm. Ja. Ist eher die Generation 16 bis 25. Ja. Wir sind leicht älter, haben dann angefangen zu recherchieren und mit jeder Minute stand der Entschluss mehr fest, wir machen das. Ey, super, ich sag dir, also es ist unglaublich toll. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ne? Wir fanden es ja auch super, dass ihr Christian und mich ausgewählt habt. Jo. Wir mussten 20 Minuten nachdenken und nach 20 Minuten kam der Rückruf, Baby, let's do it, wir machen das. Was wird, Peter, die größte Gefahr sein auf dieser Weltumsegelung? Dass wir dich ruhig und heil in die Karibik bringen. Ich glaube, nein, aber es gab schon so ein paar Gespräche und da hieß es, der Chris hat mir das gesagt, fällt hier einer von Bord und das ist, wenn du da, keiner sollte da vorne rumspazieren, weil dieser Mast, wenn der dich oben erwischt, bist du, der Mast bist weg. Der Baum erwischt dich. Der Baum erwischt vom, ja. Wie der Chris gesagt hat, die größten Gefahren sind über Bord fallen, das möchten wir nicht erleben, ihr nicht und wir nicht. Es wird mit Sicherheit auch sehr herausfordernd, die Raumenge. Ihr müsst euch hier bewegen auf engem Raum. Ihr müsst euch von Anfang an auf diesen Turn einlassen. Das ist das Geheimnis. Lass dich drauf ein. Sei gefasst auf die räumliche Enge. Sei gefasst auf vielleicht mehr auch menschliche Reibereien, hervorgerufen durch die Enge. Wir werden Tagschichten und Nachtschichten haben. Ihr werdet unregelmäßig schlafen. Wer schlecht schläft, du kennst es selbst. Ich schlafe sehr schlecht. Wer schlecht schläft, ist schlecht gelaunt. Es werden auch aufgrund von Schlafmangel ein paar Probleme auftreten. Wir können schweres Wetter erwischen, aber wir wollen das jetzt positiv angehen. Wir werden gute Winde haben, wir werden moderaten Seegang haben und wir werden mit euch eine top geile Crew haben. Ich sehe schon, Chat schreibt auch, ich sehe es krachen da. Ich sehe es krachen. Ja, Seekrankheit, angenommen. Wir starten hier morgen, da drüben wird wieder gelacht in Minga. Wir starten morgen hier durch. Der eine bricht hier zusammen, sagt, ich will lieber sterben, ich halte es nicht aus. Was machen wir? Ja, wenn jemand seekrank wird, was machen wir dann? Wir haben vorgesorgt als verantwortungsvolle Skipper. Wir haben diverse Medikamente zum Einnehmen als Zäpfchen. Ihr werdet euch an die Reling setzen, ihr werdet eingepickt gegenüber Bord fallen und ihr werdet euch vielleicht einmal erleichtern. Mal kurz, wie sieht das mit, man soll nicht über Bord pinkeln, wie sieht das mit dem Brechreiz aus? Wohin wird gebrochen hier? Am besten immer nicht gegen den Wind. Nicht gegen den Wind, immer mit dem Wind. Mach es angenehmer für die Crew, auch für dich selber. Aber mach ich dann vor dir? Nein. Nee. Wir setzen dich nach hinten, wir picken dich mit deiner Rettungsweste, mit der Lifeline werden wir dich irgendwo im Hexbereich einpicken, sodass du sicher sitzt, nicht über Bord gehst und dich in aller Ruhe und gemütlich erleichtern kannst. Mit den Füßen baumeln im Wasser? Na, so lang wäre ich. Denke mal, deine Unterschenkel sind nicht 1,80 lang. Die Unterschenkel hängen im Trockenen, aber mit den Füßen im Freien. Aber immer gesichert gegens über Bord gehen. Wie lange machst du das schon, solche Reisen? Die Reisen, Segelreisen, Segelschulen ausbilden, Segelscheine ausbilden, die letzten 15, 16 Jahre und segeln mit Sicherheit knappe 40. Vielleicht bringen wir dich auf den Geschmack. Wer weiß. Und vielleicht kommst du zum Christian oder zu mir in die Segelschule in Fontana. Super. Witzigerweise, das habe ich auch gleich nicht verstanden, dass hier zwei, aber er hat es mir vorhin erklärt, hier gibt es 2 Lenkräder, du kannst, ach guck mal, das lenkt einfach mit, das ist, eins ist für die Kinder so zu tun, als ob, ne, so ein bisschen. Nur einer, denn du darfst nicht dem anderen dagegen lenken. Die haben den Sinn, dass du sowohl an Backbord und Steuerbord stehen kannst, ja. Du kannst auf der Luv- oder auf der Lee-Seite stehen, aber bitte immer nur einer steuert. Luv-Seite. Windseite. Ja. Wir werden euch 2 Stunden schulen, die wichtigsten Grundbegriffe beibringen, die wichtigsten Manöver beibringen
euch ein kleines Gefühl verschaffen für Steuerrad, wie ihr lenkt. Und ihr werdet merken, am Anfang der Generalfehler, ihr werdet alle immer in den Wind lenken. Ihr werdet immer in den Wind fahren und ihr werdet ganz oft von uns den Kommentar hören, oh Jens, fahr nicht schon wieder in den Wind, fahr doch bitte mal geradeaus. Wer hat Vorrang, wer muss ausweichen? Es gibt ja noch mehr Boote außer uns. Da kommen wir in den Stau rein oder was? Kleinen Stau kurz vom Äquator, Spaß beiseite. Es gibt Regeln, es gibt auch am Wasser Regeln. Ja, okay, ja, aber ich dachte, man sieht aber in den meisten Fällen keinen Mensch wahrscheinlich, ne? Ne, Menschen nicht, aber vielleicht andere Schiffe. Sieht man Schiff und Fracht? Wir werden Schiffe begegnen, wir werden Frachter haben, andere Segler, wir werden Tanker haben, Kreuzfahrtschiffe. Es ist schon eine relativ stark befahrene Route von Ost nach West. Wir haben jetzt keine professionelle Angelvorrichtung wie die Hochseeangler, aber Christian und ich haben letzte Woche ein System entwickelt, wie wir die Angelroute relativ gut und sicher da hinten befestigen können. Super, das sehe ich uns schon mit dem großen Thunfisch. Oh ja. Peter, das wäre doch der Wahnsinn. Wahnsinn, Thunfisch oder Schwertfisch, am besten als Carpaccio. Ja. Ich kann das aber, ich kann nicht filetieren. Ich kann ausnehmen, aber wie das, kannst du das? Wir können beide filetieren. Super. Und wir werden euch zur Hand gehen. Also jeder wird heute ein paar Worte sagen. Wir zeigen auch den Chris. Darf ich so? Wir sind uns ja. Wir werden ja wochenlang. Wenn nicht du, wer dann? Wir werden ja wochenlang. Werden ja, wir werden kuscheln. Und in dem Klo machen wir groß. Ja, da machen wir groß. Aber bitte einzeln. Ich glaube, ich kann euch gar nicht, ihr könnt glauben, was ist das? Das ist ein kleines Campingtoilette, also gefüllt. Aber du bringst mir aber Stichwort, wir müssen euch auch bei der Sicherheitseinweisung, wir müssen euch auch den Gebrauch der Toiletten erklären. Ist das so, dass eine Luke dann, dass wir das alles rauslassen? Ja, wie läuft's? Das geht alles nach draußen. Fischfutter nennen sie das, ne? Das ist Fischfood, fein gequirlt. Und die kommt, sehen wir das dann, wie das rausgeht und dann kommt, nein. Das sehen wir nicht. Kommen dann die Fische? Sehen wir Fische? Sehen wir Haie? Keine Ahnung, vielleicht. Aber hast du schon mal? Ja. Wir haben auch hier bereits Wasserschildkröten gesehen, wir haben Delfine gesehen, wir hatten auch Schweinswale. Und vielleicht kommt auch der ein oder andere Heime und besucht uns. Wir hatten letzte Woche auch springende Thunfische und Schwertfische. Boah, stell dir mal vor, wir angeln was. Peter, das wird. Und jetzt kommt der zweite Skipper. Großer Applaus für Chris! Und der Chris löst mich jetzt ab. Chris, ich sehe, dass der Chris kommt. Peter, ich sehe, dass super. Der Chris kommt. Und das ist schon der Moment, wo du denkst, ach, Alter, kein Platz hier auf dem Boot. Setz die. Ja. Das ist unser. Hallo. Oder auch, wir haben zwei Skipper. Das ist, du bist der Hauptskipper, ne? Also so wird ja gesagt, aber. Ja, ja, also ich bin der Hauptskipper. Du bist der Hauptskipper. Ja. Aus Bayern? Aus Bayern. Chris, was ist dein Eindruck von dieser Gruppe? Mein Eindruck von der Gruppe, die sind alle super geil. Ich glaube, wir werden richtig viel Spaß haben. Wir haben Bock, mit euch zu fahren und schön, dass ihr Bock habt, mit uns zu fahren und das finde ich cool. Chris, ich habe gerade schon mit Peter darüber geredet, es ist unglaublich wenig Platz. Es gibt nicht für alle hier Betten. Ja. Das Schlimmste wird wirklich sein, wie wir mit so vielen Menschen auf diesem Boot sind. Ne? Ja, das wird die größte Herausforderung und das treibt uns auch die Schweißperlen auf die Stirn, aber es, ja. Also ihr müsst euch das vorstellen, es gibt 4 Kajhütten. 2 große, davon gehört eins den Skippern, euch. Ja. Ein anderes ist für VJ und Technik und 2 ganz kleine, die hinten sind, in denen eigentlich 2 Personen unmöglich reinpassen. Die sind für alle Kandidaten, das heißt für 5 Leute. Ja, aber wir haben einen Salon auch noch und wir haben die Außenbereiche. Die Couch da und die Außenbereiche. Ja, ja. Da und das schläft sich, glaube ich, hier oben auch richtig schön, oder? Ja, in tropischen Nächten mit Sternenhimmel ist Steuerrasen offen. Ja, das geht leider nicht, weil wir brauchen ein bisschen Strom und da haben wir die Solarplatten drauf. Aha, wir haben Solarplatten drauf, weil wir brauchen, für was zum Beispiel erzeugen wir hier Strom? Naja, wir müssen unser eigenes Wasser machen, wir brauchen Strom für die Kameras, die erheblich Strom verbrauchen. Natürlich unsere Navigationselektronik, Funk, alles, was damit super zusammenhängt. Bespielt. Auch, das hatten wir gestern, das Thema Duschen ist hier gar nicht viel, kann gar nicht geduscht werden. Ne? Naja, ein bisschen duschen werden wir schon, aber nicht jeden Tag. Das heißt, hier wird auch noch gestunken, dann sind die Toiletten besetzt, dann hat sie einer zugeschissen bis oben hin. Ja, wir sticken zusammen die Toiletten. Wenn einer zuscheißt, wird er zum zum Latrineningenieur und macht die auch sauber. Und ansonsten müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Das ist wichtig. Ich sag dir, du hast das Glück, du bist mit einem Team unterwegs, die wollen gewinnen. Ja. Und ich sag dir, das ist ja kein Spaß. Wir machen, weil wir gedacht haben, Atlantik überqueren ist ja schön und gut, ist alles viel zu einfach. Was haben wir so? Lass uns ein Rennen machen zwischen 2 Booten. Also Team Blau gegen Team Orange. Ja, genau. Wir, alles viel zu einfach. Und ich merke aber auch schon, auch zwischen den Skippern, die anderen nehmen das auch richtig ernst, die anderen beiden Skipper. Ne? Ja, natürlich. Was können wir machen? Der zweite Platz ist der First Loser. Das ist so. Ja, wir wollen. Leider so. Und was sind die Techniken? Was können wir menschlich dazu beitragen, dass wir einfach schneller sind und 3 Tage vorher ankommen? Schneller paddeln. Du kannst nichts machen. Ich glaube, das Segel muss immer richtig eingestellt werden. Was können wir machen? Ja, schneller paddeln. Und ich trommel. Und du trommelst. Ja, das ist voll geil.
Ja, aber gibt es Möglichkeiten? Ich freue mich. Ja, natürlich. Wir werden natürlich versuchen, wie die Kollegen auf dem anderen Schiff auch, dass wir euch möglichst schnell so weit kriegen, dass das funktioniert. Dass wir die Segel richtig stellen. Und es gehört auch ein Quäntchen Glück dazu. Der Wind muss passen, das Wetter muss passen. Und ja, aber ich denke, wir kriegen das gut hin. Was ich schon so ein bisschen gelernt habe, ist auch immer so eine Risikoabwägung. Gell? Wenn man sagt so, du guckst dann da rein in deinen Computer und sagst, der Wind könnte da sein, lass uns, soll mal ein bisschen weiter links fahren. Ja, genau. Da könnte man mehr Wind erwischen, aber die Strecke wird natürlich deutlich länger. Ja. Aber wir werden dadurch schneller. Und ja, da greift man natürlich auch mal in die Kacke und es ist nicht so, oder? Ja gut, aber es greifen beide in die Kacke oder beide gewinnen mal. Und wenn wir es in der Summe oder im Schnitt hinbringen, dass wir weit über 4000 Kilometer gut unterwegs sind, dann ist das schon mal cool. Also, einige schreiben im Chat, wir überschätzen uns. Das wird alles viel, viel, viel schwieriger, als wir es denken. Ich glaube, dass wir mit uns selbst zu kämpfen haben. Und vor allem, die meisten haben eigentlich Angst, hier seekrank zu werden. Das ist so das größte Thema, ne? Das ist so die meiste Angst. Thema, ne? Seekrankheit ist natürlich immer präsent, ganz klar. Aber ich denke mal, wir sind gut aufgestellt und wir versuchen, dass wir das auch durch eine gewisse Eingewöhnungsphase so hinkriegen, dass das für euch passt. Merkst du das noch oder ist das für dich schon? Aber weißt du, was cool ist? Wenn du vom Segeln nichts verstehst, dann machst du wenigstens die Sachen, die wir dir sagen. Ja, ich mache alles, was du sagst. Und das ist cool. Ich mache alles, was ihr sagt. Ich nehme das hier wirklich ernst. Ich habe richtig Angst. Ich glaube, man merkt mir das auch die letzten zwei Tage. Ich bin immer nachdenklich. Ich telefoniere mit der Frau auf dem Zimmer, die heult. Für mich ist das hier, ich habe schon viele verrückte Dinge gemacht. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das hier ist nochmal so fremd für mich. Das ist so anders. Ich hätte mir im Leben nicht selbst ausgemalt, dass ich jetzt mal die Welt umsegel. Weißt du, was ich meine? Ist cool. Ja, das ist einfach cool. Habt ihr Fragen, Chat? Wird das gestreamt? Nein, das wird eine Show sein, die wird auf YouTube sein. Wir werden alles selbst filmen, überall sind Kameras angebracht und natürlich wirst auch du mal drin sein in der Show. Es wird sie nicht vermeiden lassen, das Boot ist jetzt nicht so groß. Was hat die Familie gesagt, als es hieß, du machst da mit den ganzen Verrückten, Joey Kelly, Knossi Eggers? Also meine Mutter hat gesagt, bleib da, meine Töchter haben gesagt, ich bin cool. Super. Super, die Töchter haben uns schon ein paar Leute gekannt und haben gewusst, logisch. Was werden wir essen? Wir haben Nahrung an Bord. Also wir haben Nahrung an Bord und das war auch eine der größten Herausforderungen, einzukaufen für Leute, die wir nicht kennen. Und wir haben jetzt ein bisschen mehr gekauft und das sollte reichen. Und es wird für jeden was dabei sein. Sicher, Chris, was du isst, esse ich auch gern. Ja. Ich habe das schon im Gefühl, oder? Ich glaube, was du gern isst, da bin ich auch zu Hause. 100%. Bist du vegan oder was? Nee. Salami, Schinken oder was? Ich bin alles Esser. Super, ja, ich auch. Ja. Perfekt. Trinken haben wir auch. Können uns die Vorräte ausgehen? Ist sowas möglich? Nee, also ist nicht leicht. Ich habe mich im Vorfeld hingesetzt, habe eine Verpflegungsliste gemacht, habe den Wasserbedarf pro Person hochgerechnet für die Reise und wir haben entsprechend genügend Wasser eingekauft und wenn das so funktioniert, dann haben wir Duschwasser, wenn das nicht funktioniert, dann wird es mit Duschen eher knapp. Ja, aber wir haben doch irgendwie so eine Maschine, die uns das Meerwasser in normales Wasser wandelt. Genau, wenn sie geht. Wenn die geht nicht. Ja, doch, die geht nicht immer und das Problem an der ganzen Geschichte, die braucht unglaublich viel Strom. Okay, hab verstanden, alles klar. Wir müssen hier irgendwie Strom. Genau. Frage im Chat an dich, bist du diese Strecke schon mal gesegelt? In der Form noch nicht, aber ich bin schon zweimal über den Atlantik gefahren und ja, hab auch Spaß gehabt. Was war so das Krasseste, was du erlebt hast auf so einem Segeltag? Also das Krasseste, das war tatsächlich eine Schlechtwetterfront in Schottland. Und da hat man zwischen 10 und 11 Windstärken und da wurde es dann echt knapp. Ich sehe schon, also Marc und ich, wir haben die letzten Tage viel Witze gemacht. Ich sehe schon, bleib ruhig sitzen, Chris. Ja. Ich sehe schon, wie dieser Moment kommt, wenn du hier stehst, Chris. Ja. Knossi, Marc, kommt's mal daher. Sowas habe ich in 35 Jahren nicht gesehen. Seht ihr das Violette? Das ist der Hurricane. Ja. Und wenn du uns dann den Rum gibst, weil es aussichtslos ist. Das letzte Bier. Ja, das letzte Bier. Genau. Also, nein, das hoffen wir mal nicht. Und die nächsten zwei Wochen kann die Wettervorhersagen so, dass wir gute Dinge sagen können, dass wir safe und auch schnell darüber fahren können. Ich sehe mich schon, Chris. Blau, blau, blau ist der Atlantik. Und das ist so, wir sind so. Da kannst aber, das hat auch, bei so einem Segelboot ist aber auch nicht die Größe, dass du mal den coolen unten so machst wie im Auto, sondern du bist immer den. Die coolen Aktionen bringen wir da dabei. Ey, das ist ja Wahnsinn. Aber so wird es sein. Und es wird immer jemand an diesem Lenkrad sitzen. An dem oder an dem. Ja. Immer. Durchgehend. Richtig durchgehend und wir haben da einen Wachplan und ihr werdet einen Wachdienst haben und habt dann die Möglichkeit, wenn mit dem Wachplan alles gut geht. Oh.
dass ihr bis zu 6 Stunden schlafen könnt. Und ihr müsst dann halt, wenn ihr Wache habt, gibt es immer einen Wachführer und einen, der assistiert. Und es sind immer 2 Leute an Deck. Ja. Plus und Skipper als Backup. Das heißt, dann sitzt hier jemand, die anderen schlafen oder versuchen zu schlafen? Genau. Und schaukelt so vor sich hin. Die Wellen werden, wird das abartig oder ist das ertragbar für den Menschen? Ja, nach 3-4 Tagen gewöhnt man sich daran. Bis dahin wird es ein Problem. Dann müssen wir halt schauen, dass wir die Kurse so legen, dass ich nicht unbedingt seekrank werde. Guck mal da drüben, wenn ich die sehe, wie die da leben, das ist ja, guck mal, ist ja unfassbar, oder? Die hat da ihr Basilikum drin, hinten in der Küche drin am Fenster. Also das ist ein Leben, super, super Boot. Macht ihr so Untersegeln, dass ihr so? Ja, natürlich. Oder gibt es irgendwie, was sagt man so? Ja. Dass ich jetzt gerne mal glänzen kann bei den Münchnern. Ja, Mast und Schobruch. Mast und Schobruch. Genau. Mast und Schobruch. Mast und Schobruch. Danke, euch auch. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Handbreit Wasser unterm Kiel, das sind die Sätze. Ja, gut, dass man das gleich mal ein bisschen lernt. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen weiter, Chat. Jetzt ist es soweit, dass ihr den kompletten Cast kennenlernt. Also ihr werdet gleich sehen, es sind wirklich tolle Leute dabei. Ja, und ich sag das, Chris, tolle Leute. Ihr habt Zigaretten für uns beide dabei. Aber nimm auch was mit, nimm auch was mit. Nimm auch was mit, weil ich sag dir, für 2 reicht's nicht. Eine Stange Marlboro, für 2 reicht's nicht. Okay, let's go. Adam, vorsichtig, wir holen jetzt den Kapitän von Team Blau aus seinem Bootschat. Lothar ist der, bist du der Chefkapitän, Chefskipper von drüben? Ja, genau. Der Lothar ist der Chefskipper von drüben, aber ich bin das eh klar. Von Team Blau, wie man so sagt. Von Team Blau, vom Team Holy und... Ja. Auch eine absolute Frohnatur. Also dich schon gesehen haben. Wir haben heute, ihr könnt euch auf diese Show, auf diese erste Folge schon freuen, was Lothar für eine Ansprache gehalten hat. Die war unglaublich gänsehautmäßig, weil du den Leuten gesagt hast, dass du auch Leute kennengelernt hast, die bei so einer Überquerung auch ums Leben gekommen sind. Dass das nicht so leicht auf die Schulter zu nehmen ist und dass wir das ernst nehmen sollen. Denn ganz ehrlich, fällt einer von diesem Ding runter, es ist dunkel, ist die Überlebenschance bei 5%. Sehr gering, auf jeden Fall. Und das ist, wollen wir nicht. Nein, das wollen ist wirklich eine ernstzunehmende Angelegenheit hier. Vor allem, weil das wirklich, ihr habt die Verantwortung über so viel Unerfahrene und Respekt, dass ihr das macht, dass ihr sagt, wir kriegen die im Griff. Aber weißt du, solange die Unerfahrenen auch zuhören können und dann das machen, was man sagt, ist es viel leichter, als wie so mit dem Semi-Profis, weißt du, die alles ja selber schon wissen. Ich kann alles. Aber was, Lothar, du weißt es. Ich weiß das. Bist deppert oder wo? Ich weiß das so ist. Ja, genau. So ungefähr. Ja, sie lachen wieder aus München, aber genauso ist. Sie kennt doch die Klugscheißer. Die gibt's doch in jedem Fachgebiet, gibt es doch diese Klugscheißer. Ja, durchaus. Ja. Aber Lothar, das tut mir direkt leid, dass der Genosse bei den Orangenen fährt, weil das ist ein Naturgewalt, der Kerl. Nein, ich habe auch ruhige Momente, Chris, hab keine Angst. Ich habe wirklich ruhige Momente auch. Ich bin nicht den ganzen Tag so, Chris. Hauptsache, ich sag das. Schade. Hauptsache, ich sag das, Chris. Super, was ich auch toll finde. Ihr habt auch eine Nothalterung gebaut, ja, für die Angeln. Ja, oder war die schon so? Nee, das haben wir gemacht. Ey, super. Ja, weil wir haben uns auch überlegt, wie wir drüben die Angel befestigen. Die haben auch was gebastelt. Brauche ich nicht. Kennst du das, Lothar? Ja. Ich brauche doch keine Hilfe. Ich segel seit 40 Jahren. Ja, genau. Mach seit 40 Jahren. Ey, servus, freue mich total. Servus, hallo. Ey, Wahnsinn. Clemens Brock, der Kapitän von Team Blau. Hier ist er. Ich hätte niemals gedacht, dass Clemens sagt, rübersegeln in die Karibik? Ja. Über den Atlantik? Das mache ich. Ja, ich auch nicht. Was hast du gedacht, als diese Anfrage kam? Ich dachte mir ja jetzt, ja oder nein, keine Ahnung. Ich wollte erst, ich konnte nur ja sagen, aber natürlich überlegt man, Familie, Kinder, hast du nicht, hast ja alles zu Hause. Das ist so. Du überlegst halt. Aber da habe ich gesagt, du musst eigentlich zusagen, wann machst du das denn? Das machst du, ich glaube, das wird nie wieder die Situation in unserem Leben geben, dass wir das nochmal machen. Für euch ist das, wie oft ist das jetzt, hast du die Strecke gemacht? Na, die Strecke hatte ich noch nie. Ich bin vom Süden nach Norden gesegelt. Also aber meine auch. Meine auch. Habe ich nicht gemacht. Mhm. Ja. Aber doch schon. Über 4000. Sind Kilometer? 6000. 6000, 7000. 6000, 7000. Das ist Wahnsinn. Also ihr seid. Ein Turn war das. Und da habt ihr die Angel. Das ist für mich, weil ich sag euch, das wird auch noch die Challenge neben dem Rennen sein. Wer fängt mehr Fische? Und das ist bei uns. Die Skipper, die sind im Angeln, sagen, die sind die nicht so. Ihr habt aber schon häufiger geangelt und sagt, das ist kein Problem. Würdest du mit so einem Ding hier, mit so Gummifisch, mit dickem Haken, das reicht? Kein Stahlvorfach? Oh ja, ein bisschen schon, aber das ist auf der anderen Seite. Haben wir sowas auch drüben von uns? Ja, doch, sowas haben wir auch. Habt ihr das? Kann man einfach festschrauben und fertig. Ja, aber ich glaube nicht, dass ihr das habt. Haben wir das nicht? Ach, glaube ich, haben wir so eine. Ach so, das ist von euch oder was, diese große Route? Die große Angelroute ist von uns, ja. Ach so, okay, dann haben wir das wahrscheinlich nicht. Ne? Wir haben 2 Routen. Das ist wurscht.
Nein, ey, ich freue mich total. Also das ist. Man kann mit dem ja auch Fische fangen. Das geht schon. Hast du schon mal mit so einer Angel was gefangen? Ja, relativ kleine Fische. Ja, aber ist ja wurscht. Aber man kann auch mit kleinen Fischen beginnen. Du, wenn du einen Fisch da rausholst, ich glaube, das ist schon sensationell. Ja, schon. Beißt du auf sowas aber auch mal einen Thunfisch drauf? Nein, der ist ja nicht lang drauf. Was nimmst du da für einen Köder? Nee, sowas, so ein Stahlverfach. Und Köder, so ein, wir sagen immer, einen schwulen Tintenfisch, also einen so rosenen Tintenfisch. Ja. Rein, zack, der wackelt so ein bisschen hinten, fertig. Genau. Du, was ist dein Eindruck von den Kajüten und sowas? Wie sagt Titanic? Nein, Quatsch. Nein. Ich hatte erst Angst, dass es nicht, also es ist geräumiger, als ich dachte. Also was? Weil man stehen kann. Ja, ich dachte erst mal. Seine große Sorge war, werden wir so, weil das wusste ja auch keiner, gehen wir so da durchgebückt. Aber was sagst du zu der Bettensituation? Ja, vergiss es. Also ich glaube, ich sehe mich hier oben. Er hat mir gesagt, drei Leute in die eine Kabine. Ich habe mich da reingelegt. Keine Chance. Ein zweiter allerhöchstens noch. Das war's. Aber das ist auch der Reiz der Show, dass wir das Ding natürlich völlig überladen. Ne? Mhm. Lieber nochmal einen mehr mitnehmen. Ja, bei einer Regatta am Nebenschiff ist einmal einer über Bord gegangen. Aber der war glücklicherweise eingeklickt und den möchtest du am nächsten Tag nicht gesehen haben. Na, bist du deppert. Das glaube ich. Wie sieht der aus? Na, blau, von oben bis unten. Weil er ja außen auf die Bordwand anschlägt. Weil er ja nicht ins Wasser fällt, zum Glück. Aber er ist nicht ins Wasser gefallen. Lass einfach abblasen, die ganze Nummer. Wo seid ihr her? Moin, aus Leipzig. Aus Leipzig. Schönen Bahnhof habt ihr da. Und mein Zuschauer, der Knüppel, wohnt da. Knüppel, Leipzig. Eisenbahnstraße, heißt die so? Ja, okay. Bester Döner, Eisenbahnstraße. Jetzt haben wir 6 Stunden mit Joey Kelly, Mark Eggers, 3 Mann so gekämpft. Immer wieder den. Jetzt holen wir den hier vor, dann brauchen wir diesen Haken. Haben wir alles da. Der hilft das nicht beim Thunfisch. Bei mir, um mich wieder reinzuholen. Ja, Peter, ja, ist so. Super. Immer eine Handvoll Kiel unter der Wasserseite. Oder wie das heißt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ah, Italia, Bella Italia. Brasil. Gegen Brasilianer habe ich immer gern gepokert, weil die spielen so impulsant. Weißt du, da kannst du immer was holen. Oh, sorry, excuse. In 35 Jahren, Jungs, habe ich so eine Sturmfront. Habe ich noch nie auf uns kommen. Und jetzt geht's in den Auge des Sturms. Ich sag euch, das ist unfassbar hier. Unglaublich nette Leute. Es macht riesig Spaß. Hello? Hello? Ich habe so viel Freundlichkeit echt fast nirgends erlebt. Das ist richtig, richtig toll. Looking for a boat. Er sucht ein Boot to South America. Geil. You're looking for a boat. Mal, ist das nicht? Kann ja mitkommen. We going to Caribbean. Caribbean, it's a little bit. Nein, das ist nicht so. You want to go to Argentina? Argentina or Brazil? So like this. Warum? Uruguay? Why? Because I'm doing around the world cycling trip for charity for Ukraine. Yeah. Wow. And my idea is to do it in an ecological way. I don't want to fly at all. It's no electric? No, it's a push bike, normal bike. Also, guck mal. You need new? Maybe later, but not. You have. What? Wenn die Luft rausgeht. You have no. sometimes you have. No more. Yeah, no more air in the wheel. Oh, it was just a couple of times. Hey, it's really good idea. Hey, how long are you now on the way? 5 months. I started 5 months ago in England, Newcastle. In England? Yeah. Now you are here in Africa. Yeah, I covered 8 countries and 8,000 kilometers. And you find some boats every time? So far, no. That's why I'm staying here. We have 13 meters, 8 people. Full. Take me also. No, but we go in the Barbados. All right. Yeah. Thank you. Yeah. Kack dealer. Thank you. Thank you. Good luck. Ciao. Thank you. Bruder, Mission Unknown Bicycle. Ich sehe es kommen. Nächstes Jahr. Worldwide Bicycle. Ja, das sind Papageien. Also Wellensittiche. Das sind Wellensittiche. Oder? Ja, ja. Das ist ein echter Wellensittich, glaube ich, hier. Das hier oben sind schon, das ist schon so, das, wie nennt sich das, Adam? Wie heißt dieser Tropenvogel? Diese Rotbrust. Die Rotbrustfeder. Oh, süß, wirklich. Aber auch, dass man auch mal ein paar Tiere zeigt, ne? In Afrika. Wiener Walzer! Hey, geil, aber stark. Stark! Damn it! Ja, ein bisschen. Hier sind wir! Welcome to Africa! Komm her. Ein bisschen Let's Dance tanzen. Mach mal einen Walzer, komm. So wie ein Tier, ich hab's euch versprochen. Mit links. Und? Walzer. Das
ist aber der Wiener Walzer aus dem Grund. Wiener Walzer, da sind wir zu Hause. Großen Applaus für Sophia Thiel! Das Wichtigste, der Nasszellenbereich. Wie schaut's mit dem Klo aus? Ich zeig dir die Größe. Warte mal, du gehst schon zu weit weg. Warte, bleib hier. Clemens, ich. Das ist schon so. Das war's. Hier ist das Klo. Und da drüben ist nur eine Duschhaube. Aber die haben schon gesagt, bei uns auf dem Boot auf jeden Fall, da drinnen nicht duschen. Wenn du da nach vorne gehst, wirst du dir einkacken. Du hast dann das Seil, kannst dich festhalten, du wirst dir in die Hose machen. Der Titanic-Moment fällt aus, oder? Geht vorne, würde gehen. Aber wie gesagt, die Reling. Okay. Musstest du überlegen, ob du mitmachst oder stand, als ich dich gefragt habe, die Entscheidung gleich fest, dass du gesagt hast, da mache ich sofort mit? Als die Anfrage kam, habe ich, mein erster Gedanke war sofort, auf jeden Fall, let's go, sofort. Und jetzt die Woche davor habe ich mir sukzessiv, je näher der Tag gerückt ist, immer mehr in die Hose geschissen. Also ich hatte wirklich, am Tag vor der Abreise lag ich nachts wach im Bett und hatte Panik. Ich dachte mir, was habe ich da getan? Was habe ich dazu gesagt? Also richtig Angst. Du bist auf diesem Schiff gefangen und wenn die See meint, ey Leute, heute... dann sind wir am Arsch. Das wir haben auch gesagt, wenn man jetzt seekrank ist, zum Beispiel jetzt für die ersten 3 Tage, kann man aber noch die 3 Tage zurückfahren. Das heißt, man verliert ja fast eine Woche, um den anderen wieder ins Festland zu bringen und dann wieder rausfährt. Also ich glaube, diese Option geht nicht. Ja, wir freuen uns auf deine Reise in dein Inneres. Jawohl. Hey, was lachst du? Ich bin hier komplett falsch. Mein Name ist Marc Eggers. Ich weiß nicht, was ich hier verloren habe, aber morgen, wenn es losgeht, mache ich mich auf den Weg an die Playa und gehe dahin, wo ich hingehöre. O Campisione, amo Bucchetti, amo. Singen wir jetzt miteinander, oder? Ja, ja. Ey, bora, bora, si va, sarà perché ti amo. Ey, bora, bora, si va. La, 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 la. E chi non salta, un gobbo juventino. La 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 Orange trägt nur die Müllabfuhr. Ich sag euch, wie es natürlich wieder war, wie bei Big Brother letztes Jahr. Wie war's? Joey, wir könnten auf der Couch schlafen. Ich schlafe auf der Couch. Ja, direkt. Joey Kelly? No. Englisch? Ich auch, nur ein bisschen. Petito. Toilette? Toilette. Ja. Ein Zimmer weiter, ja. Aber ist auch besser, wenn der jetzt nochmal richtig schön groß macht, bevor der morgen da die Wurst bei uns in die Tonne kloppt. Ne? Lass den lieber mal jetzt noch sich auslernen. Ich bin Jodie Calusi, ich bin Autorin ab Januar und ansonsten Influencerin seit 10 Jahren. Moin. Als die Anfrage reinkam, was hast du gedacht? Ich habe sofort Ja gesagt und danach habe ich vergessen, warum ich Ja gesagt habe. Aber wenn man sowas hier machen darf, dann mag man auf jeden Fall Ja, oder? Also mal gucken. Wie oft bereut? Jeden Tag 5-6 Mal und dann aber auch wieder sehr gefreut und dann aber auch viel geweint und auch schon sehr viel getrauert. Ich habe schon um mein Leben getrauert, ich habe schon um alles, also ich habe schon richtig abgeschlossen mit allem so und jetzt bin ich einfach nur noch bereit. Kann wirklich sein, dass ich noch der bin. Ja, stell dir das mal so vor. Von allen wärst du es am ehesten, aber glaube ich. Ich sag dir auch ehrlich, ich meine. Jeder, der hier rausgeht, ist auch voll okay. Das war meine Idee. Und ich kann ja am Ende auch der Sprecher sein. Absolut. Ihr müsst euch vorstellen, Anfang des Jahres habe ich gedacht, wir überqueren den Atlantik. Wen rufst du an? Komm, Affe. Dann habe ich angerufen und habe gesagt, Affe, Atlantik überqueren. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich habe mega Bock auf das Projekt. Aber ich habe damals auch Valentin, meinem Tanzpartner, versprochen, ey, wenn ich für die Let's Dance Tour angefragt werde, safe, ich bin dabei. Aber es war ja auch völlig klar, dass nur die Besten bei der Let's Dance Tour dabei sind. Und ich war so scheiße, aber irgendwie bin ich immer weitergekommen. Und dann musste ich den Knossi anrufen und sagen, ey, es tut mir leid, ich glaube, ich bin wirklich bei der Tour dabei. Dann ist sie nach Vietnam gereist. Oh, genau. Es gab einen Unfall. Sie hat sich das Bein gebrochen oder was genau? Ja, genau, jetzt geht's weiter. Ich weiß nicht, habt ihr von dem Taifun mitbekommen, diesem fetten Sturm da in Asien, wo die ganzen Menschen da auch gestorben sind? Ja. Genau, da war ich mit einem Freund Gabriel Kelly unterwegs auf den Rollern. Oha! Randale einfach. Alles kaputt. Der Wind ist gut. Der Wind steht gut. Dann war Taifun, ja? Ah, genau, Taifun. Dann machen wir weiter. Gabriel und ich sind im Offroad-Bereich so einen Berg hochgefahren. Mit unseren Rollern hatten schon einige Stürze, haben dann gesagt, okay, ist jetzt wirklich dumm weiterzufahren. Haben unser Zelt aufgestellt, haben dann aber Blitze, Donner in der Ferne gesehen und gesagt, okay, es ist wirklich lebensgefährlich. Wenn wir nicht jetzt runterfahren in der Nacht, sind mit den Rollern dann diesen Berg runter und haben dann, es war eine Kuh, ich beschreibe so, du bist die Kuh, komm hier hin. Kuh. Roller, ich, er fühlt's richtig. Ich warte, okay, bleib so stehen. Ich komme mit meinem Roller so angefahren. Es ist dunkel, ich sehe kaum. Ich denke mir, oh, das ist eine Kuh. Ich weich auch aus, hier alles voller Kuhscheiße. Ich mit meinem, du darfst wieder nicht nochmal hinstellen. Ich rutsche mit meinem Roller aus.
zack, mein Bein klappt sich von so rüber, Innenband im Arsch, Kreuzband im Arsch, Hirnbruch, Darmmeniskus. Und jetzt kommt das Ding, das will ich hier einmal kurz sagen, es gibt viele, viele Leute, die gesagt haben, oh, das ist so dumm, dass du hier mitmachst. Ich habe die letzten 2 Monate jeden Tag trainiert und war beim Physiotherapeuten, dass ich jetzt laufen kann. Ich kann nicht tanzen auf meinen hohen Schuhen, also das schon mal vorweg. Jetzt, ich laufe kurz, okay? Catwalk. Mach langsam. Wie? Ich mache eine Atlantiküberquerung, ich darf ja wohl gerade auslaufen können. Ja, aber mach vorsichtig. Wisst ihr, was das Gute ist? Dass unser Skipper einfach auch ein kaputtes rechtes Bein hat. Aber beide mit Holzbein. Beide mit Holzbein. Das heißt, wenn er kann, kann ich auch. Okay, ich laufe jetzt einfach kurz. So. Geht doch. Easy, oder nicht? Jetzt lauf nicht weg. So, und das Schöne war, sie hat mich dann an der Unfallstelle, sie lag da und das Erste, was sie gemacht hat... Tag danach, ne? Mal ganz ruhig. Tag danach. Angerufen und voller Freude. Knossi, ich habe mir mein Bein gebrochen, ich kann mit! So, ich kann mit! So war's. Ich brauch nicht tanzen, ich muss da nicht... Nein, SS! Das war schon so. So ich war gerade im Call, wir hatten gerade, und das ist der Zufall, oh ja, stimmt, ich bin gerade im Call und wir reden mit dem ganzen Team, wen nehmen wir als letzte Kandidatin mit aufs Boot. Weißt du das noch, wie wir in dem Call sind? Und ich denke, das gibt's doch nicht. Und ich habe so Affe nachgetraut. Und ich so, Affe wäre so, das gibt's. Und dann klingelt das Telefon, sie so, ich habe mir das Bein gebrochen. Ihr wart dabei. Also, erstmal will ich dazu sagen, es war nicht, haha, ich habe mir das Bein gebrochen. Ich hing da, ich konnte nicht mehr auf diesem scheiß Roller sitzen. So hing mein Bein da, so auf dem Stuhl. Ja, ich hebe, weil heute den ganzen Tag schon, kann ich mal das Bein bei dir abstellen. Überall, auf den Seesäcken kann ich mal das Bein abstellen, ja? Nein, natürlich habe ich mich nicht gefreut. Ich hätte mich auch sehr gefreut, bei der Let's Dance Tour dabei zu sein. Aber ich muss schon auch ehrlich sagen, ich glaube so ein bisschen an Schicksal. Vielleicht habe ich nächstes Jahr die Chance, bei Let's Dance dabei zu sein. Ich würde mich sehr freuen. Aber jetzt gerade in diesem Moment sagt mein Herz mir, Atlantik Tour. Pass auf, das war die ganze Zeit. Ich will hier unbedingt. Die hat immer geheult und angerufen. Was erzählst du denn? Komm, als die Anfrage reinkam, was hast du gedacht? Geil. Ja, ich dachte mir, ich war ja schon einmal segeln, allerdings auf Mittelmeer, aber ich fand es so geil, dass ich immer auch gesagt habe, ich will unbedingt nochmal segeln und deswegen war für mich klar, dass ich das mache. Und jetzt also nochmal vielen Dank auch, dass ich dabei sein darf. Na klar. So geil. Und einiges, was machst du sonst so? Du bist ja Abenteurerin, also ich glaube, du bist eine, bei der wir uns die wenigsten Sorgen machen, dass die das nicht übersteht oder dass sie kein Problem damit hat. Verschreiß bitte nicht, ich bin dann jetzt wahrscheinlich dann die nur am Kotzen ist, aber hauptsächlich reisen in Australien momentan am meisten mit meinem Auto. Also ich bin auch ein bisschen dran gewöhnt, auf engem Raum zu leben. Hey, hast du gesehen, wie eng das ist? Nee, nee, du hast es im Stream gesehen, aber wir haben nur, ich hab dir doch mal diese Grafik gezeigt von den Betten, wir haben nur diese kleinen 2 Mini-Betten hinten. Ja, wie ist das? Ich habe doch gefragt, du solltest ja schauen, wie das ist mit dem Bett, wo Aff und ich drin schlafen. Ist das wirklich für 2 Personen gedacht? Nein. Weil ihr Clemens zwei, meinte gerade schon viel nein, zu klein. Viel zu ihr klein. Zwei würdet vielleicht reingehen. Aber Marc und ich in so ein Ding, wir haben auch nur so ein Ding, geht nicht. Und diese Reling ist so hoch. Ja, da musst du dich einfach einschnallen, habe ich dir gesagt. Der Backofen und der Herd, der wackelt mit dem... Ja, ich weiß, damit die Töpfe nicht runterfallen. Das habe ich noch nie gesehen. Das hatte ich auf beim letzten Mal segeln auch, ja. Das ist, glaube ich, normal. Da drin ist gar kein Platz. Das ist eigentlich... Ich weiß nicht, wie wir es machen. Kriegen wir schon hin. Ist egal. Aber ich habe geguckt, Tisch geil unten zum Ausklappen. Wir können alle Gesellschaftsspiele spielen. Das ist richtig gut. Aber das ist doch das Wichtigste. Sophia Chiara! Großen Applaus! La, Sophia, du warst super. Oh la la. Wir kommen zum nächsten Kandidaten. Großen Applaus für Joey. Halt doch mal die Schnauze, Kelly. Keiner Spaß. Keiner Spaß. Du hast was vergessen. Okay, jetzt erzählen wir alles. Hey, Joey. Du warst auch einer der Ersten, die ich angerufen habe. Ich weiß es nicht, aber du hast angerufen. Und ich habe ich zu oder abgesagt? Joey Kelly, ich sag euch auch hier, wie bei Affe, ich sag euch komplett, wie es war. Joey Kelly hat gesagt, wehe, du machst das ohne mich. Sag mir wann, ich sage alles ab. Joey hat Termine abgesagt, die hast du seit 20 Jahren nicht abgesagt, ne? Ich gebe mal ein Beispiel. Dieses Wochenende gibt's die WOC-WM. Hab ich auch abgesagt. Ich bin der Einzige, der alle 6 WOC-WMs mitgemacht hat. Vorletztes Jahr, in Einzel gewonnen. Hab dann Brainpool gesagt, sorry, dieses Jahr bin ich mit Knossi auf Mission Unknown. Dann noch krasser. Ja, jetzt kommt's. Nicht nur meine Zwischentermine, ihr glaubt nicht, wie viel Ärger ich bekommen habe. Aber alle haben mich verziehen, wir haben alles verlegt. Aber es gibt einen Termin, den ich leider, sag ich mal, nicht verschieben kann. Und zwar Erdölsperrmarathon, ne? Ja. Seit 19 Jahren ununterbrochen habe ich jedes Jahr einen 24-Stunden-Challenge gemacht. Ja.
jede Stunde eine Live-Schalte bei RTL, auch für den Spendenmarathon. Ja. Und ich habe Theater gehabt mit dem Moderator. Wolfram Kunz. Sag mal, Knossi, mit deiner Scheiße da. Der Joey muss kommen. Ich sag, was soll ich denn machen? Joey will ja auch. Das gibt's nicht. Mach doch mal was anderes da woanders. Ich sag, das ist jetzt so. Ich ärgere mit RTL auf einmal. Der Wolfram, dann haben wir uns so beim Radboxkampf gesehen. Er wieder, Knossi. Ich sag, ich hab doch, was soll ich denn machen? Ja, ja, du kannst es nicht wissen und ich hab's entschieden, weil ich deine Einladung angenommen habe und hab, das glaubst du nicht, ich hab RTL angerufen, es gab große Konferenzen und etc. und hast du nicht gesehen, aber die haben mich alle verziehen, vielen Dank nochmal, sorry, versprochen, nächstes Jahr mache ich den Jubiläum 20 Jahre und der Spendenmarathon gibt's 30 Jahre nächstes Jahr und versprochen, dass wir nächstes Jahr noch mehr Spenden bringen für Kinder in Not. Wie fandst du das Boxkampf mit Regina? Super, wie eine Beerdigung ein bisschen auch, ne? Am Anfang. Bisschen auch. Cindy hat irgendwann gesagt, da bringen die den Sarg gleich rein. Mit Thomas Gottschalk und Markus Lanz die ganze. Ja, so war er. Da habe ich gedacht, Alter, ist er voll uns gegangen? Nachruf? Aber war das nicht krass? Der Stefan kam ganz schön fit raus. Und dann, das Witzigste war auch Joey Kelly Interview beim Boxkampf. Erstmal ich denke mir, warum muss Laura von Tora jetzt wieder zu mir kommen? Ich eine Rede gehalten, war unangenehm. Dann kommt Joey Kelly dran, Mikrofon, Laura. Ah, Joey Kelly ist auch hier. Wie findest du das? Raab ist wieder da. Und Joey Kelly ganz trocken. Ich find's gut. Ganze Stadion. Ich find's gut. Weißt du so, das war, ey, mich hat's zerrissen. Du weißt ja manchmal selber nicht, warum du so lustig bist. Du weißt es ja gar nicht. Und ich find's gut, wie er seine Raab-Show bei RTL wieder Musik macht. Ja. Wie der singt. Das ist so geil. Darf man das sagen? Nee, aber... Ja, okay. Sorry. Super. Ist geil, ist das. Ja, aber Problem, guckt nur keiner. Aber es wird bestimmt jetzt von RTL Plus rüber auf RTL, oder nicht? Ja, sonst guckt's keiner. Sag ehrlich. Wir haben die ersten zwei Folgen und dann haben wir auch vergessen. Wenn das im Fernsehen läuft, sepp ich durch und sehe das. Ich habe ja kein Abo. Was Mensch, Stefan, das muss normal im Fernsehen laufen. Einen Vorteil haben wir auf dem Boot, keiner macht Feuer. Ey, ich sagte, das war in den letzten Wochen eins der Riesengesprächsthemen. Und da dachte ich, meine Güte, wie muss es Joey Kelly jetzt gehen, wenn die ganze Internet einen anfechtet? Das war doch, war das belastend für dich oder war die, ist es egal? Das Gute ist, ich bin gar nicht im Internet. Ich habe das nur so beiläufig bekommen von meinen Kindern und meiner Frau. Ja. Was ist passiert? Ich sage einfach, es ist ja hier in Neuseeland, wie ihr es vielleicht mitbekommen, Seven Worlds World. Ja. Da gab es ein ganz kleines Feuer. Ne? Ja, genau. Und ja, wie auch immer. Also es war ja, genau. Und da ist ein, wir waren in Gefahr. Muss man einfach sagen. Ja. Ne? Und genau, guckt die weiteren Folgen. Jetzt bin ich gespannt. Ich darf natürlich nicht sagen, das Endergebnis, das ich dann halt wieder gewonnen habe, das war natürlich ein Witz. Ne? Dass du nicht da abbrichst, dass du und Uwe, also jetzt meine Vermutung, ich weiß es nicht, dass ihr da aber... Es kommt viel, es wird viel passieren. Es kommt wirklich, also ich finde, selbst meine Tochter, die 9 Jahre jung ist, die sagt, Papa, morgen kommt der neue Staffel. Dann gucken wir morgens zusammen hin und gucken uns halt quasi die Folgen. Es ist wirklich unterhaltsam. Es ist fast so gut wie Panama, Knossi und am Baum. Ja, das war unter der Palme. Alter, ich sag dir, und das ist genau das, das ist das Zeug hier. Das ist das Zeug, Feuerstahl, Superfeuer. Das habe ich so angemacht. Super, das ist original. Panama, ich meine natürlich Kanada, war top, Legende. Ne? Du und hier Sascha. Ja. Aber Panama war für dich Einstieg. Du warst alleine. Du hast 7 Tage in dieser, sag mal, tropische Wildnisinsel. Ja. Ne? Also da hat man gesehen, Knossi, der quasi kein Survival-Expert ist, kein Rudi Carnewerk ist. Er hat einen brutalen, sag ich mal, Mindset. Und Survival ist 50%. Und deswegen hier, die Atlantik, die 5000 Kilometer fast, die wir hier vor uns haben, morgen früh in 8 oder 9 Stunden sind wir auf dem Schiff. Und das wird knallen. Ich bin voll nervös. Es ändert sich nichts. Meine Devise ist super. Angst, nein. Verrückt, nein. Respekt vor den Elementen, ja. Aber nicht Angst. Ja, okay. Und wenn es ganz gefährlich wird, dann singen wir mit dem Joey ein Lied. Wir singen ein schönes Lied. Ein Angel. Und fliegen wir. Love with an Alien. Wir sind sehr dankbar, dass ihr dabei seid, dass wir wirklich Leute gefunden haben, die gesagt haben, wir machen das. Wir gehen da mit den Jungs und machen das wirklich. Wir freuen uns auch. Ich hab's schon gesagt. Er gehört zur Gruppe von White Hitty und wir sind dankbar, dass wir ihn gewinnen konnten. Hier ist TC! Danke, dass ich dabei sein darf. Ey, wir freuen uns sehr, dass du am Start bist. Ich glaube, du gehörst mit zu denen, die ich am längsten persönlich kenne, weil wir haben mal zusammen einen Film gedreht und sowas an der Nordsee. Mit den Bauarbeitern, genau. Mit den Bauarbeitern, so lustigen. Und ich habe gedacht,
Also wenn der zusagt, das wäre legendär, weil du bist ein krasser Dude. Du bist einer, der genau zu diesem Segeln passt. Du lebst nämlich aktuell schon wieder seit Monaten irgendwo in Thailand. Du hast alle Wohnsitze aufgegeben. Du bist crazy unterwegs. Als die Anfrage reinkam, was hast du gedacht? Das Geile ist, als die Anfrage reinkam, weißt du, wo ich war? In einem Café, das hieß Set Sail, setze Segel. Und ich dachte mir so, ich beiße in mein Brot, höre diese Nachricht und denke mir so, Schicksal. Das ist Schicksal. Kurz mit Freundin gesprochen, so zum Produzenten gesagt, ey, ich brauche eine Nacht. Geschrieben, ey, die obligatorische eine Nacht ist vorbei. Bin dabei. Super. Ich muss. Ich habe mir vorgestellt, wie ich in dem Bett liege, euch zuschaue und hätte abgesagt. Weißt du, das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Ey, DC, wir werden dort natürlich auch, und das fand ich so schön, das hat er heute gesagt. Für mich ist das auch wieder das Lernen mit dem Umgehen der Kamera. Ja, ich bin also, YouTube-Opa. Ich bin eingerostet, ne? Man muss wieder so ein bisschen zur Kamera greifen, wieder die Lust entwickeln, reinzusprechen. Ich guck mal in den Chat, wie die eskalieren, weil du gehörst ja echt zu den Legenden. Oder würdest du sagen, das ist mittlerweile, viele wissen gar nicht mehr, so die junge YouTube-Generation? Ich glaube, viele wissen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Twitch ist so. Guck mal, hier White Titty, warte mal, Macher. Macher. Yeah, das ist krass. TC, Legende. Danke, ja, sehr. Ja, oh, süß, ey. Twitch ist ja voll der geile, voll die geile Plattform. Natürlich. Guck dir das mal an. Ey, ich freue mich. Ich danke dir wirklich so sehr für die Antwort. Bitte, ja, ey, mir muss keiner danken. Natürlich, das ist richtig geile Antwort. Nein, ich habe da finden wir ein paar Blöde, die das mitmachen. Und dann bedankt sich jemand bei mir. Haben jetzt auch schon Namen, den werde ich noch nicht verraten. Ein Teamname ist auch relativ schnell entstanden. Sag mal, also, haben wir nicht? Blue Marlin. Das ist ein ziemlich krasser Fisch, so ein richtig kräftiger mit einem langen Schwert dran. Also, cool. Wie könntet ihr heißen? Hey, wir brauchen schnell einen Teamnamen. Pass auf, brauchen hier einen schnellen Teamnamen. Sophia, einen schnellen Teamnamen. Teamnamen für uns? Team Partyboot, wir sind entschieden. Hier ist von Team Blau Willy Wee! Das geht. Ey, also wirklich, man muss echt sagen, als ich dich dann, wir haben uns schon mal gesehen bei einem anderen Event. Wir sind Kart gefahren gegeneinander. Ja, wir sind Kart gefahren. Aber als ich dich dann hier das erste Mal so gesehen habe, mit dieser innere Ruhe, und ich sage zu ihm irgendwann, lach doch mal, und er sagt, ich lach innerlich. Ja. Du ganz trocken, ganz hart. Du wolltest auch, und da sage ich auch, Pamela Reif hat mir auch immer wieder Nachrichten geschickt. Pamela, bitte nimm den Willi mit, der will unbedingt. Ich soll mal sagen, Shoutouts an Pamela Reif, vielen Dank für's gute Wort. Die hat sich so eingesetzt dafür, dass du hier mit dabei bist, und ich will ja auch Leute haben, das war mir auch wichtig, die unbedingt wollen. Und deswegen stand auch gleich fest, dass Willi natürlich mit kann bei uns. Danke nochmal an dich und das ganze Team, dass ich mit dabei sein darf. Wirklich, es war mein Herzenswunsch. Ich habe richtig Bock auf das Projekt, weil es ist einfach so eine krasse Challenge. Ich bin so ein Abenteurer und ich freue mich einfach dabei zu sein. Du hast ja viele verrückte Sachen gemacht. Du bist mit Haien geschwommen. Also er hat uns gestern Bilder gezeigt. Getaucht. Ja. Apnoe, 20 Meter, 25 Meter, bis zu anderthalb Minuten Luft anhalten. Was? Und dann Thunfische schießen. Große Thunfische. Marc, hast du das gewusst? Er ist Apnoe-Taucher, 25 Meter runter mit einer Minute mit Luft und schießt Harpune. Das habe ich nicht gewusst. Nein, das ist Quatsch. Ja. Das ist doch wieder. Ich zeige euch Videos nachher, wenn ihr wollt. Lass uns Apnoentaucher. Das sind die machen so und sind weg 8 Minuten lang. Wir gehen an den tiefsten Punkt, springen ins Meer, machen diesen. Schön die Kerze. Mal, ob man unten ankommt. Wir gucken. Ja. Lass uns jetzt auf einigen. Ja. Der größte Fisch gewinnt. Egal wie viele, es gewinnt der größte Fisch. Wer hat den größten? Welcher Einsatz? Was macht denn so typisch? Lass ihn doch nicht hängen, er macht doch mit, er ist doch Team. Sorry, oder? Nein, keine Clips davon. Doch, bei mir gibt es immer viel, weil ich bin so oft der Bundes. So oft hänge ich da, egal wo, ich hänge da. Was ist der Wetteinsatz? Zehner? Ja. Nee, ich. Zehner, müssen wir schon ein bisschen mehr sein. Nein, Spaß. Verlierer. Zehner ist bei uns 10.000. Nee. Was ist denn bei dir Zehner? Ich hab gerade mitbekommen. Mit Joey Kelly, mit dem Spendenmarathon. Verliererteam spendet an den Spendenmarathon einen richtig saftigen Betrag. Der Captain hat mir gesagt, hast du es schon vorhin erwähnt, wenn man über Bord geht bei Nacht, die Chance gefunden zu werden liegt bei 5%. Du bist wirklich, du stirbst. Also das hieß es, dann bist du tot. Und die Reling ist, habt ihr es gesehen? Das ist so ein Drahtseil. Nein, ja, wirklich, und ein Drahtseil. Das heißt, und jetzt verstehe ich auch, warum man nicht. Weil du machst. Oh. Und jetzt pass auf, wir machen vor. Ich bin gerade oben. Ah! Ins Wasser gefallen. Knossi! Wir können nicht umdrehen! Hi! Oh. Hi! Wir kommen! Marc! Marc! Komm zurück! Siehst du mich? Ja! Oh, oh, oh! Was ist das? Oh! Oh, oh, oh! Was ist das? Oh! Oh, oh! Hi! Oh! Da ist was an deinem Bein, Jens! Ja, was? Hi! Hi! Oh! Du musst das so machen, diesen! Bruder! Wie eine Boje, gerade hin! Oh, die Beine noch weiter ins Wasser! Oh, Marc! 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 Ruhe bewahren. Jetzt kommst du. Jetzt mach was wir machen. Okay, pass auf. Ruhe bewahren, dem Hai tief in die Augen gucken,
beherzter Griff an die Schnauze und einfach wegschieben. Einfach. Schieb mal einmal, mach mal, wenn er kommt. Und einfach wegschieben. Heute nicht. Wenn der Hai kommt, du bist im Wasser, was tun wir? Hai? Man muss sich auf die Schnauze hauen. Mit beiden Fingern in die Augen. Wenn der Hai kommt, sag ich doch nicht. Mach die Kerze, schieb ihn ganz langsam zur Seite. Augenkontakt, Knossi. Aber ist ja auch ein Thema so. Bei Seven vs. Wild war ja auch ein Thema, als hier die letzte Staffel. Wie ist das denn eigentlich? Ja. Lebt man enthaltsam eigentlich da? Oder was macht man dann jetzt in der Zeit auf der See? Du, ich hatte da gar keine Gedanken an irgendwie. Aber in der vorletzten Staffel wurde es ja thematisiert, ne? Der Papa Platte und so, die sind ja dann da weggegangen und haben sich da einen. Ich hab an sowas nicht gedacht. Mir kam nicht einmal der Gedanke. Nie, ich hatte das nicht. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Ich hatte das echt Hass. Ja, ich verstehe das, ja. Aber manche sind ja da so, die brauchen das, weißt du? Die und du? Das. Was bist du für ein? Ich rede darüber nicht. Das ist mir zu privat, tut mir leid. Wichtig, wenn geschnackselt wird, aber du wirst das in die Kamera auch sagen, ne? Wenn was? Wenn geschnackselt wird? Geht, wenn das ist. Ja, na klar. Dankeschön für 38 Jahre. Nein, wirklich nein. Vielen lieben Dank, dass das hier stattfindet, dass man wirklich immer von Idee, dass man hier Verrückte findet, die sagen, ja gut, dann machen wir mit, dann sind wir hier dabei, dass das stattfindet. Vielen lieben Dank an das Team, an euch Kandidaten, an meine Familie, tränenreich jeden Tag, die Frau immer, Schatz, ich liebe dich, du brauchst nicht weinen. Das wird das letzte Mal in meinem Leben sein, dass ich an deinem Geburtstag nicht da bin. Ja, und ich hoffe, wir werden es am Geburtstag auch rechtzeitig an die Insel schaffen. Das wäre schön. Deswegen spannt die Segel. Ich freue mich, Schatz. Ich glaube, wir schaffen es. 1000 Küsse. Danke an euch fürs Zuschauen, dass ihr sowas möglich macht. Danke an die Sponsoren. 2 Wochen weg, ohne Kontakt nach außen, ist krass. Ich kenne es so nicht. Und ich werde vor allen Dingen meine Frau und meine Kinder werde ich vermissen. Ja, die warten zu Hause. Ja, der Kleine ruft jeden Tag Papa, Papa, Papa. Ich kann halt nichts machen, das tut weh. Andererseits werde ich trotzdem die Zeit ohne Handy genießen. Diese Nicht-Erreichbarkeit ist auch mal was Schönes. Kann sein, dass ich ein bisschen zu naiv an die ganze Sache rangehe, weil ich bin die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit einfach nur hyped. Und ja, ich habe es aber letztendlich so auch noch nie gemacht und ja, weiß halt auch nicht, was auf mich zukommt. Aber ich grundsätzlich fahre ich ganz gut mit meiner positiven, naiven Einstellungen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie es wird letztendlich und habe aber richtig Bock. Freue mich am meisten auf die Sterne, auf die Sonnenauf- und Untergänge. Das wird richtig krass. Wir haben einen richtig geilen Vollmond, der aufgeht am Horizont, Leute. Natur, wie wir sie alle wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Ich glaube, das wird richtig cool. Ja, ich freue mich. Und natürlich als letztes an meinem Handy werde ich in meine Familiengruppe schreiben. Noch einmal bei meinem Freund mich abmelden und bei meinen Liebsten. Und dann kann das Abenteuer losgehen. Auch ich empfinde es als Privileg, dass ich hier als Skipper bei euch mit an Bord sein darf. Und um diese kleinen Worte jetzt zu schließen, ich halte es mit dem großen Dichter bei uns in Italien, mit Dante Alighieri. Wer nicht einmal komplett vom Wasser umgeben, der weiß nicht, wie klein er wirklich ist. In diesem Sinne, ich wünsche uns allen, euch allen, meinem Kollegen Christian, allen Producern, Co-Producern einen tollen Teil, einen tollen Turn und wir freuen uns drauf. Aber eins habe ich euch voraus, weil mein Handy wird nicht einkassiert. Und das braucht man natürlich, um Wetterberichte und sonstige Dinge abzuholen. Ansonsten kann ich einfach nur sagen, wir wollen auch ankommen und es wird eine geile Zeit und die Natur wird, glaube ich, unglaublich sein. Das, was wir da erleben, die Sonnenaufgänge, die Sterne, alles, was damit zusammenhängt. Natürlich auch Fische, es wird super. Ich freue mich drauf, mit euch das zu erleben, die Natur zu erleben, zu segeln und dann in der Karibik voll Freude und Erfüllung eures Traumes anzukommen. In dem Sinne, für uns alle miteinander, alles Gute, viel Spaß, viel Freude und heute noch einen schönen Abend. Ich freue mich auf riesige Fische, die wir fangen werden. Und wünsche uns viel Glück über die Überfahrt. Die Teilnehmer finde ich alle total spannend. Es ist eine tolle Stimmung, es macht einfach Spaß, es ist eine Ehre, dass ich dabei sein darf. Und der letzte Anruf natürlich wird morgen früh meine Frau, meine 4 Kinder, mich bedanken, dass die auf mich die Wochen verzichten. Und ich freue mich, dass wir das Ding rocken. Der beste Team soll gewinnen. Deswegen 1000 Dank. Dankeschön. Ja, also es fühlt sich gerade so ein bisschen an, als würde ein schöner Urlaub zu Ende gehen. Hätte jetzt auch gereicht, wir können auch morgen abreisen. So war echt schön mit euch, ne? Also hat eine gute Zeit. Also hat sich jetzt schon alles gelohnt.
So, wir sind jetzt hier beim letzten Abendmahl. Ich freue mich ziemlich drauf, keine Abgase zu riechen, keine Autos zu hören. Und ja, bin sehr dankbar für meine Familie, dass sie mich geboren haben. Also danke Mama, danke Papa. Ich bin dankbar hier für die Produktion, für die Kameramänner, für die Teilnehmer. Also wir harmonieren seit 2-3 Tagen richtig gut. Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein darf als YouTube-Opa. Prost. Ja, ich habe mir auch gerade Gedanken gemacht, was ich noch sagen möchte. Ich Ja! Nee, wenn das die letzten wären, wäre schon unangenehm, ne? Ich glaube, viele meiner Freunde freuen sich, dass sie mal ein bisschen Ruhe von mir haben. Ich drehe den Spieß mal um. Nee. Auch von mir natürlich großes Dankeschön an alle, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ich freue mich natürlich auch sehr. Ich bin nervöser, als ich es mir selber eingestehe. Das kann ich auch mal so sagen. Also mittlerweile bei diesem ganzen Spaß, den wir gemacht haben, jetzt weiß man, es ist die letzte Nacht. Da sitzen schon ein paar liebe Menschen da draußen, die mich auch gerne, denke ich, nochmal ein paar Wochen wiedersehen möchten. Ich möchte euch auch alle wiedersehen und ich glaube, wir sind in sehr guten Händen. Wir haben geile Teams, wir haben perfekte Skipper und es wird eine gute Zeit. Es wird ein unvergessliches Erlebnis und ich freue mich auf die Zeit. Ich bin froh, dabei zu sein. Wir sehen uns, Freunde. Falls was schief geht, nimmt die letzte Kohle rein in den Megapack, haut es auf den Kopf, auf meinen Nacken. Ich werde mich auch bedanken, aber erst wenn wir gut angekommen sind, dann mache ich das. Bis jetzt war es nämlich eine sehr stressige Reise bis hierhin, außer die letzten paar Tage, die wirklich sehr schön waren mit allen zusammen. Das hat echt ein bisschen Ruhe reingebracht in die ganze Kiste. Und das Letzte, was bei mir jetzt noch an Angst übrig bleibt, ist wirklich mein Handy abzugeben und meine Liebsten, meine Mama und meinen Freund zu Hause zu lassen und denen nicht mehr schreiben zu können. Da kommt schon ein dicker Kloß und ein paar Tränen werden bestimmt noch fließen, bis wir da losschippern. Aber das ist auch eine tolle Challenge für alle und es ist ja auch schön zu wissen, dass es Leute gibt, die man so doll liebt, dass man auf die wartet und dass man sich freut, die wiederzusehen. Und da haben wir mal richtige Storys zu erzählen. Ich glaube, wir werden Naturgewalten erleben wie sonst noch nie. Also ich glaube... Also, nein! Ich meine halt sowas auch wie ein dramatischer Sonnenauf- und Untergang oder ein Sternenhimmel. Ich durfte tatsächlich auch mein Testament verfassen jetzt davor. Also mein... Aber nein, es wird alles gut. Vielen Dank, dass ihr dabei sein darf. Und es wird einfach ein Megatrip. Ich glaube daran, ich habe ein gutes Gefühl. Vor allem mit den Skippern. Das wird geil. Großer Traum, der in Erfüllung geht. Für mich war es so, dass ich 2020 mit dem Motorrad schon mal auf die Kanarischen Inseln gefahren bin und unbedingt den Atlantik überqueren wollte. Konnte das aber nicht aufgrund von Corona. Und das ist für mich wirklich so ein Traum. Es ist wirklich ein Traum, der wahr wird. Und deswegen freue ich mich einfach, dass es morgen losgehen kann. Ey, die Skipper sind geil. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr das Abenteuer so mit uns angeht. Es wird Hammer und ja, es wird cool. Ich will einfach los und freue mich einfach und hoffe, dass wir auf der anderen Seite ankommen. Und heute Abend wird nochmal Schatzi angerufen, verabschiedet und dann hoffentlich sieht man sich wieder. Anrufe nochmal tätigen. Ja, wirklich. Und wieder mal das Beste zum Schluss. Ja, ich kann mich den anderen nur noch mal anschließen. Auch danke an Knossi und das Team noch mal. Wirklich, wirklich vielen Dank. Es ist ein geiles Ding. Ich hoffe, wir kommen alle lebend an. Und ich muss noch mal sagen, also eine Sache, die ich wirklich noch mal dir sagen muss, dass es krass ist, dass du hier so viele Leute im Stream unterhalten kannst, die ganze Zeit durchlaberst und einfach abreißt. Ich weiß nicht, wie viele Komplimente du sonst immer bekommst, aber ich finde es wirklich... Ab morgen Urlaub, ey. Wirklich crazy, wirklich crazy. Ja, hast du dir auch verdient, muss ich sagen. Also... Ich war hier wirklich 10 Minuten Teil des Streams und ich hatte schon einen hochroten Kopf, konnte gar nichts mehr sagen. Und er macht das hier und ich sag ihm, das ist krass, dass du das machst, heftig. Und er sagt, ja, das ist das Einzige, was ich kann. Ganz bescheiden, Junge, das ist einfach ein geiler Typ. Was ich festgestellt habe, auch so intern im Team, dass hier wirklich jeder von euch eine wirklich geile Sau ist. Also wirklich, jeder Einzelne. Es gibt so ein krasses Team-Spirit. Und deswegen sind wir schon fast alle neidisch, dass wir da nicht, ja, lebend, also, wie das ist. Hey, also wenn jetzt noch einer irgendwas von lebend... Nein, ich hab versprochen. Ich meine, nicht, wir sind nicht an Bord, wie heißt das denn? Wir sind nicht an Bord, wir sind über, also wir sind auch nicht über Bord. Wir können das halt alles schön gemütlich später dann anschauen und darauf freuen wir uns auch richtig mega drauf. Ja, aber freuen uns auch sehr, wenn ihr ein richtig geiles Erlebnis habt. Den ganzen Tag, jetzt schon. Hey, guten Morgen, ich bin wach, voll geil, Tag 6. Ja, so wird das sein, dass ihr euch da mal schon mal dran gewöhnt. Ab morgen heißt es Team Oranje gegen Team Blau. Der große Wettkampf. Wer kommt zuerst an in der Karibik? Wie viele Tage Unterschied wird es geben? Und wir sagen Dankeschön. Freut euch drauf auf diese Serie. Keine Ahnung, was mit uns passiert.
wie wir auf diesem engen Raum schlafen wollen. Wir sagen Dankeschön. Das waren die letzten Bilder aus Afrika. Wir sind weg. Tschüss. Viel Liebe. Arr, arr, arr. 0087061 ist die Vorwahl des Atlantiks. Ruf euch an und dann frag erst mal, wer dran ist. Then tell me what you see, and then tell me who you are, and then tell me what you wanna be. Are you English? Are you German? Are you Japanese? Are you Burman? Are you Philippine? Are you French?